So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Eurotruck Simulator. Ja, leider kam noch keine neue Version raus. Ja, heute ist der 1. April. April, April. Aber es kam immer leider noch keine neue Version raus. Von daher müssen wir leider erstmal noch mit der 1.46 vorlieb nehmen. Auch wenn ich schon echt auf die 1.47 gespannt bin. Aber gut. So. Und ich habe auch mittlerweile ansonsten überhaupt keinen Plan, wo wir eigentlich waren. Ich weiß, wir waren mit allen Missionen fertig, aber wir haben noch sonst irgendwas gemacht. Wollt ihr eine Garage kaufen oder so? Mal schauen, wo wir sind. Genau, wir sind nicht in einer Mission. Wir haben nur 22.000, das ist nicht viel. Okay, wir können aber ein bisschen. Ach stimmt, genau, ja, stimmt, wir waren in der Bredouille, weil eben eine Garage könnten wir uns holen für 200.000, aber dann halt keine LKWs, weswegen die Garage relativ useless wäre. Wo wollten wir denn die Garage? Wir wollten die oben in den Bergen, oder? Ach, ja genau, wir haben sogar noch die Route gesetzt. Genau. Okay, wir fahren los. Achso, ich wollte gerade mit Tab die ganze Zeit die Map öffnen, aber ist ja nicht. Genau, wir wollten zu den Bergen, zu den Schiffen, zu den Bergen fahren. Genau, stimmt. Wir wollten ja gucken, dass wenn wir hier lang fahren bei der Werkstatt, ob wir dann diese Dinge auch in der Schnellroute finden, ne? So weit ist die Strecke ja gar nicht mehr. Das heißt, das machen wir auch mal direkt. Ja, siehst du, wir sind schon fast da. Ist ja easy. Biege nach links ab. So. Ah, da müssen wir mal gucken, was wir für Aufträge machen. Zuallererst, aber ganz wichtig. Okay. Okay. Ja, schon enge Kurven hier. Wie jetzt finde ich den hier schon auf Halbmast steht, Alter. Das ist schon fast 45 Grad. Was bedeuten würde, dass wir zur Seite hin fast ein G hätten. What? Das ist aber schon ganz schön, Also, wenn das Fähnchen wirklich auf 45 Grad stehen würde, dann würde, wie gesagt, das bedeuten, dass wir zur Seite hin ein G hätten. Also, ne, dann. Wie kann man das für Leute beschreiben, die keine Ahnung haben, was ein G bedeutet? Also, du fällst hier auf den Boden. Das heißt, du hast auf dem Boden Schwerkraft, so. Auf der Seite hin hast du dann quasi. Du wirst genauso weit nach unten gezogen, durch Schwerkraft, wie zur Seite gezogen. Also ganz schön heftig zur Seite gezogen. Also ein bisschen hart ausgeweicht, aber gut.
Ach, ich freue mich schon, wenn dann irgendwann die 1, die 1.48 oder so, dann vielleicht mal eine Option hat, wo man das LOD einstellen kann. Dass zum Beispiel bei den generischen Fahrzeugen, dass bei den entgegenkommenden Fahrzeugen, die nicht erst wie Würfel aussehen und erst wenn die 10 Meter von einem dran sind, dann erst wie Fahrzeuge aussehen. Genauso wie auch erst, wenn die 1 Meter vor einem sind, erst die männliche Kinder zu sehen sind und davor nicht mal das. Die sehen immer aus wie führerlose Fahrzeuge. Oh, diese Kreisverkehre hier. Sieht irgendwie aus wie so eine Wasserturbine, ne? Also Kraftwerken. Nur diese Ausfahrt. Hä? Ach, ich hätte gerade auf weiter gemusst. Irgendwie war ich gerade dabei, dass ich nach links hätte weggemusst. Ich weiß gerade gar nicht warum. Aber seht ihr, jetzt ist mir auch das passiert, was letztens die Busfahrer passiert ist, wo ich erzählt hatte, dass er da eine extra Runde gedreht hat. Wobei der seine Strecke eigentlich kennen müsste. Außer er war sehr neu. Aber selbst dann. Die Frage ist bei solchen Punkten hier, mit dem Foto zum Beispiel, kann ich denn jetzt einfach sagen, Foto, ja man kann ein Stück weggehen, ah, doch das geht tatsächlich, ah okay, aber ich dachte nämlich, dass dann auch hier bei den Zäunen auch wieder so eine Alpha-Wand ist, sodass du von der Brücke gar nicht runter kannst mit der Kamera, was natürlich dem schön Foto machen, oh, ja, okay, man kann aber auch nicht weiter in die Richtung. Da müsste ich erstmal mit dem LKW weiter in die Richtung fahren, damit ich die ganze Brücke drauf habe, weil so ist halt echt traurig. Nehmen wir einfach so, bam. Das ist auch schon gut. Haben wir eigentlich auch irgendwelche Ingame-Vorteile, wenn wir die ganzen Fotos machen, oder ist das nur irgendwelche Steam-Achievements? Das meine ich ja gerade gar nicht mit Steam spiele, aber hey. Das sind Details. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Noch 100 Kilometer, yay! Whoop, whoop. Immer geradeaus.
Und dann können wir gleich mal gucken, ob wir in der City denn auch irgendwo mal pennen können, weil unser Bett ist nämlich auch schon wieder eigentlich voll. Tanken können wir auch gleich mal. Tanken müsste da auch sein. Oh. Mein Haus am See. Und noch ein Haus am See. Und noch ein Haus am See. Und noch ein Haus am See. Ah, zu viele Häuser am See. So, ich soll direkt mal gucken hier, wie es eigentlich unseren Arbeitern geht. Wie viele Punkte haben wir jetzt eigentlich? Das hier, ne? Na gut, okay. Die 50 XP haben gerade gar nichts gebracht. Na gut. Da. Level high sein? Okay. Was? Da. Mhm. Oh ne, okay, hier passt immer noch alles. Ah, okay. Gut. Junge, trink mal mehr Kaffee, Alter, ist jetzt der hier. What the fuck is going on hier? Ist euch mal aufgefallen, wie uns der Bus ja jetzt verfolgt? Der ist von der NSA, ich sag's euch. Nur am Rumgehen, der Typ. So, da vorne ist bereits Bergen. Dann kann ich ja actually schon mal die Map zurücksetzen. Die Map zurücksetzen. Die Route zurücksetzen. Na gut, tanken könnte wirklich hier sogar schon, weil ich sehe gerade an der City ist ja keine Tankstelle. Da um die ganzen PNG-Häuser. PNG.city confirmed. Oh mein Gott.
So, dann fangen wir da vorne gleich mal bei hier, sag schon, Werkstatt drauf. Pennen dort gleich. Und damit haben wir dann vielleicht auch die Werkstatt aufgedeckt und können dann hoffentlich auch ein bisschen schnell reiten. Das wäre sehr geil. Ich sehe jetzt gar nicht mehr die Ampel. Achso, ist schon grün. Warum? Achso, dann ist dann nochmal die Ampel. Wollte gerade sagen, warum sagt mir keiner Bescheid? Lass ich ihn vor. Ja, er hat Metall geladen. So, 17 Uhr, dann werden wir wahrscheinlich bis in der Nacht aufwachen. Aber gar kein Problem. So. Nochmal mal überlegen. Ich speichere mal nochmal. So, immer hier Schnellreise. Ja, siehst du, das ist jetzt hier. Ist jetzt hier ein Valid Point. Geil. Das heißt, dann können wir doch erstmal ein paar Aufträge machen. Und später können wir, wenn wir dann genug Geld haben, tatsächlich einfach wieder dahin teleporten und in die Garage kaufen. Das ist doch sehr, sehr geil. Leider können wir dann noch nicht direkt Garagen kaufen. Was soll's. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz. Die Frage ist, ich würde mal gerne wieder hier so ein bisschen Aufträge machen. Also mit Action-Aufliegern halt. Was schwebt uns denn hier so vor? Das ist alles ein bisschen sehr in einer Minute. Ja, moin! Was haben wir denn hier überhaupt? Nicht so viel. Aber in 55, ne? Let's go! So, dann müssen wir aber erstmal unseren Auflieger zurückschicken. Genau. Fertig zum Losfahren. Biege nach rechts ab. Neue Route finden. Hä? Achso. Biege nach rechts ab. Hä? Wieso neue Route finden? Das Charakter rechts abbiegen. Den links rechts abbiegen. Hä? Wow. Ist hier in der Stadt natürlich. Ich schon wieder. Ich dachte, wir müssen aus der Stadt raus. Na gut, ich mache eine kurze Extra-Runde hier. Hätte also quasi direkt von der Werkstatt einfach über die Straße rüberfahren können und dann wäre schon da gewesen. Naja. So, wir können hier noch ein bisschen was konfigurieren. Mal schauen, was hier so alles gibt. Oh, der hat eine Menge Optionen sogar. Schade, leider kein Mega-Liner. Wie kann ich damit eigentlich den Preis beeinflussen? Also wir haben jetzt 60.000, also oder besser gesagt 55 pro Kilometer. So. Wenn ich jetzt sage, wenn wir jetzt den, wobei es ist schon eine sehr große Ausbaustufe. Ich glaube, größer als das geht fast gar nicht. Können wir mal gucken, was bei dem hier ist. Ja, auch plus 55. Schade. Wobei der natürlich nicht so wendig ist, ne? Da wäre der hier schon doch wendiger, rara. Ne, wen haben wir? Hä? Was hat denn ausgewählt? Ich dachte, ich habe den nicht ausgewählt. Ich bin verwirrt.
Ja. Okay. Nehmen wir am besten den hier. Dann mal wieder ein bisschen mehr Wendigkeit. Auch wenn wir preislich beim gleichen landen. Auftrag annehmen. So, wo ist denn Auflieger? Da hinten irgendwo? Nee. Halt. Achso, nee, dahinter. Hinter dem Wall. Klar, stimmt ja, die Berge ist noch gar nicht Skandinavien. Ich schon wieder. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war halt hier die Kombi, die ich auch privat bei meinem Spielstand habe. Also die Kombi. Aber eben, die kannst du ja nur oben in Skandinavien fahren und Berge, also die Bergen ist ja noch nicht in Skandinavien, ist ja immer noch hier. Unsere, also unterhalb der Nordsee. Weißt du, was ich meine? Nicht? Sehr schön, ich auch nicht. Alter, ist aber echt schon wenig Platz zum. Uah, nein, ich will bremsen. Fick die Henne. Das passiert mir echt jedes Mal mit diesen Bremsen. Vielleicht sollte ich doch mal mit dieser Steuerung. Wobei, nee, das geht nur bei manueller Gangschaltung. Oder? Ach nee, doch, geht für diese halbautomatische, oder? Ich weiß halt gar nicht mehr. Nee, aber wie gesagt, müsste ich mich komplett umgewöhnen. So, das sieht gut aus. Das Gegenlenken gerade war unnötig. Hätte super gut gepasst. So. Lass uns loslegen. Jetzt stehen wir auch schon relativ gut, um direkt rauszufahren. Let's go. Sehr nice. Sehr, sehr schnieke. Biege nach links ab. So. Immer geradeaus. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Schnauze jetzt! Biege nach links ab. Na dann, würde ich mal sagen, das soll es für, echt wie eine Wand, soll es für die Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir fast 100.000 Kilometer oder wie viel? Waren wir fast 1.000 Kilometer, ne? Ach, sie hat mir ja. Irgendwie so. Ich glaube, wir 1.000 Kilometer fahren. Ja. Und wenn wir uns dann wiedersehen, dann sehen wir uns wieder. Bis dann oder irgendwie so.